Hallo Freunde, ich möchte euch heute mal ein bisschen über ein Taschenmesser erzählen, das ich jetzt knappe 2 Wochen mit mir trage. Habe es auch wirklich jeden Tag als EDC dabei gehabt. Und es handelt sich dabei um das Modell 913P der chinesischen Firma Sanrenmu. Die meisten von euch werden das Modell schon kennen, deswegen werde ich auch nicht großartig auf die einzelnen Specs eingehen, sondern euch einfach nur ein bisschen meine Meinung zu diesem Messer erzählen. Ganz kurz. Griffschalen sind aus schwarzem G10, wunderbar schwarze Schrauben sind verarbeitet. Die Liner sind sehr massiv, nicht aufgebohrt, was dem Messer ein ordentliches Gewicht verleiht. Also man hat trotz der relativ kompakten Größe doch das Gefühl, richtig was in der Hand zu halten. Der Gürtelclip sitzt stramm, aber nicht zu stramm. Bin wirklich zufrieden damit. Und die Klinge, ihr werdet sie alle kennen, ist diese modifizierte Sheepsfoot oder Santoku-Klinge mit einer leicht angedeuteten falschen Schneide im vorderen Bereich. Die Klingenstärke liegt etwa bei 3 mm. Die Daumenpins sind selbstverständlich abnehmbar. Der Liner-Lock verriegelt sauber in der ersten Hälfte und ich würde sagen, er ist ungefähr ja, 1,8 bis 2 mm stark. Ist schon recht massiv. Der Klingengang ist wirklich, wenn man den Detent einmal überwunden hat, wirklich sauber und weich. Die Klinge öffnet wunderbar. Das Aufflippern mit dem Daumennagel, ich weiß nicht, ob es jetzt gelingt, ja, ist möglich, aber auf Dauer ein bisschen schmerzhaft für den Nagel. Ich habe mir darum bei diesem Messer angewöhnt, das einfach mit der Fingerkuppe aufzuschmeißen, was auch wunderbar funktioniert. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist der Anschliff. Vorne die Schneidphase ist nämlich ballig ausgeschliffen, wunderbar glatt abgezogen. Ich kann das gleich mal demonstrieren an einem Stück Papier. Und bietet wirklich absolut herausragende Schneideigenschaften. Ich muss das bis jetzt auch noch nicht nachschleifen. Ich habe es auch nur für leichte Schneidaufgaben benutzt. Dementsprechend ist die Schärfe fast noch wie im Auslieferungszustand. Ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen haben, möchte ich gleich auch noch drauf eingehen. Aber zunächst mal kurz der obligatorische Papiertest. Ich habe hier so einen Flyer vom lokalen Imbiss. Und wie ihr seht, die Klinge geht fast widerstandslos und butterweich durch das Papier. Ich hatte auch gestern bei Facebook schon ein Bild von den kleinen Curls gepostet, die man damit schneiden kann. Also man kann wirklich wunderbar feine Papierlöckchen runterschaben. Na okay, das geht jetzt bei dem Flyer nicht ganz so gut. Bei dem ganz normalen Druckerpapier gestern war das überhaupt kein Problem. Also, Schneideigenschaften. Wunderbar, die Schneidphase ist fast symmetrisch. Winzig kleine Abweichungen von der Symmetrie gibt es, wenn man sich den Klingenstand in einem Makro anschaut. Ich weiß nicht, ob es jetzt scharf stellt, eher nicht. Dann sieht man, dass vorne eine winzig kleine, wenn man drauf schaut auf der rechten Seite, ist es ein bisschen winzig kleines bisschen höher angeschliffen als auf der linken Seite. Ansonsten ist trotz des strammen Liners auch der Klingenstand wirklich vorbildlich. So, dennoch gibt es ein, zwei Kleinigkeiten, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Zum einen wäre da der Clip. Der ist umsetzbar für Rechtshänder und für Linkshänder, aber nur Tip-Down-Carry. Das heißt, das Messer sitzt grundsätzlich so in der Hosentasche und ich bevorzuge doch die Tragweise Tip-Up. Habe ich mir einfach so angewöhnt. Gefällt mir besser. Ist bei diesem Messer dann nicht möglich. Dann frage ich mich, wenn ich das Messer so in der Hosentasche habe, weshalb habe ich ein Lanyard hoch? Das kann ja dann nur noch den einzigen Zweck haben, dass man dekorativ etwas anhängt. Einen wirklichen praktischen Nutzen hat es meiner Meinung nach nicht mehr. Das Weitere, was ich bemängeln möchte, ist, dass der Clip sich nach etwa einer Woche Tragens doch ordentlich verbogen hat. Geschichte ist folgende: Ich saß im Bus,
Es war ein sehr heißer Tag, die Sonne schien dann auch nur durchs Fenster auf meine rechte Seite. Und irgendwann, es wurde mir unbequem, wollte ich das Messer aus der Tasche ziehen. Und dabei hatte sich der Clip fast einen Zentimeter hochgebogen. Nachdem ich dann mir erstmal Torx-Schlüssel bestellt hatte, den Clip demontiert habe, habe ich gemerkt, wie brutal fest dieses Material eigentlich ist. Dass der sich in der Situation so verbogen hat und dann auch erstmal nicht wieder zurückbiegen ließ, ohne ein bisschen Gewalt anzuwenden. Mittlerweile sitzt er wirklich wieder perfekt. Da frage ich mich, wie war es in der Situation möglich, dass der Clip sich so dermaßen nach oben verbogen hat, ohne dass ich da großen Kraftaufwand betreiben musste. Ich habe wirklich im Sitzen einfach nur das Messer aus der Hosentasche gezogen und schon war es passiert. Ja, hat sich Gott sei Dank regeln lassen. Der Clip sitzt jetzt wieder perfekt und stramm. Man sieht auch keine Spuren mehr, an welcher Stelle er vielleicht verbogen war. Also bin zufrieden und habe es ganz gut wieder hinbekommen. Das G10 könnte meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen griffiger sein. Als Referenzen würde ich da nennen das 910 Plus, ebenfalls von Sanrenmu, was wirklich eine fantastische Oberfläche bietet. Dieses Messer hier ist einfach ein klein bisschen zu glatt. Dadurch, dass es ein wenig kürzer ist als das 910er, hat man, wenn man es öffnen will, manchmal einfach nicht den perfekten Grip. Ne? Da würde ich mir einfach wünschen, dass das G10 dann ein bisschen griffiger ist, weil es einfach ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter an Größe beim Griff fehlt. Ansonsten, ihr seht, verschwindet der Griff nahezu komplett in meiner geschlossenen Faust. Im geschlossenen Zustand kann ich das Messer im Grunde so in die Hand nehmen, dass nur noch das Lanyard rausschaut. Da würde ich mir eventuell wünschen, wenn es nochmal eine Serie vom 913er gibt, oder vielleicht machen sie auch einfach einen 914er und das Ganze dann einen Zentimeter länger. Würde ich mir wünschen. Ansonsten, die Verarbeitung ist perfekt, die Kanten sind wunderbar gerundet, es sind keine scharfen Stellen da, es ist nichts unangenehm, nichts, was das Innenfutter der Hose irgendwie angreifen könnte. Es ist vorbildlich meiner Meinung nach verarbeitet. Kein Grund, irgendwas auszusetzen. Der Daumenpin lässt sich relativ leicht demontieren, was auch nicht selbstverständlich ist. Also grundsätzlich, das Messer würde ich sofort wieder kaufen. Und dadurch, dass die sehr massiven Liner nicht aufgebohrt sind, ich hoffe, ihr könnt das sehen auf dem Bild, bringt das auch ein ordentliches Gewicht mit sich. Also es liegt hervorragend in der Hand, ist meiner Meinung nach einfach nur vielleicht ein Zentimeterchen zu kurz geraten. So sieht das Ganze dann in der Hand aus. Okay, wenn euch noch irgendwas einfällt zu diesem Messer, wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentarliste, ich melde mich dann. Danke euch!